Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Stream von mir, Reaction meine ich, von mir. Ich bin hier gerade mit dem Chat und hey, Mann, wir haben richtig coole Zeit. Ihr seht es auch schon im Chat, da ist richtig gute Stimmung. Wir haben gerade ein bisschen Samba getanzt. Wir sind jetzt hier auf die Idee gekommen, uns eine Car Crash Compilation anzugucken. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, Chat? Obwohl es eigentlich richtig random ist, Digga. Es ist eigentlich so der Grundbaustein von YouTube-Videos Car Crashes, Digga. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein. Ich bin sehr gespannt, was für Unfälle wir jetzt hier gleich sehen werden. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Video. Let's go. 80. A little more. 85. 84. Okay, er fährt nicht. Oh, they're turned. They have a turn signal on. They put it on. Jetzt fährt er. Oh Gott! Boah, ich erschrecke mich da aber auch Where's immer, Digga. Congress? War aber seine Schuld. Der war safe auch am Handy. Wow. Alter! Boah, das erinnert mich hier gerade an Dings-Chat. Wie ist das Spiel, was wir gestern gespielt haben? BeamMG? Boah, einfach mal überschlagen, Digga. Wahnsinn. Was für Kräfte da auch wirken bei so einem Unfall. Der hat die Ding weggerammt. Geil. Also, nicht geil, weil das ist ein Unfall und hoffentlich geht es dem Bruder gut. Aber das sah satisfying aus. Guck mal, wie das durchbricht. Knäckebrot. Einfach wie ein Knäckebrot weggehauen. Alter. Boah, Auto auch zerkratzt bestimmt. Boah, direkt Airbag angegangen. Boah, Wahnsinn. Ich hoffe natürlich, also Re-Rap, allen Leuten geht es hier gut, die Unfälle bauen, Chat. Es geht hier einfach um Physik. Wir gucken das Video wegen Physik. Richtig? Eins in Chat, wenn wir Physiker sind. Physik ist interessant. Okay, die steht sehr lange da. Jetzt fährt sie. Boah. Meine Güte. Frage. Habt ihr schon mal in eurem Leben einen Unfall gesehen? Ja oder nein? Also live. Wart ihr mal irgendwo, wo ein Auto in ein anderes Auto reingefahren ist? Ja, ich noch nie. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ich fahre so viel Auto und ich fahre so viel Motorrad und ich habe noch nie einen Unfall gesehen. Außer der eine Unfall in L.A., den ich halt selber gebaut habe. Den habe ich gesehen, logischerweise. Aber sonst habe ich noch nie einen Autounfall gesehen. Ganz komisch, Digga. Ist doch gut, ja, schon, aber... Ja, nee, ist eigentlich wirklich gut. Hast du eigentlich recht. Ja. Hab noch nie einen gesehen. Boah, ich dachte schon, der baut einen Unfall. Der Weiße, aber es ist nicht der Weiße. Oh, da kommt ein LKW. Oh, der ist schnell. Bleib stehen, links. Linkes Auto, bleib bitte stehen. Er bleibt nicht stehen. Alter, what the fuck, Digga. Danke. Also der hat den, guck mal, Chat, der hat den nicht komplett überfahren. Ich dachte ganz kurz, der überfährt den komplett. Der hat den nur, also nur vorne erwischt an der Motorhaube. Die ist halt richtig am Arsch, aber Fahrerkabine hat es nicht eingedellt. Das heißt, er war nicht unter dem Auto. Der hat wahrscheinlich mieses Glück gehabt, Digga. Der hat wahrscheinlich mieses Glück gehabt, Digga. Alter. Aber wie sieht man, wie kann man sowas, Digga, das ist ein LKW, der 80 Meter lang ist. Wie kann man den übersehen, Chat? Wie? Oh, es ist so eklig, dass du weißt, es passiert gleich was. Yo, what the fuck? WTF. Safe am Handy. Safe am Handy, der Typ, Digga. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid mit dem Motorrad. Bruder. Yo! Alter, aber auch mieses Glück gehabt. Also Motorradfahrer, mieses Glück gehabt, Digga. Ohne Helm auch, ja, Mann. Digga. Unverständlich. Wirklich unverständlich. Sind ganz auf diese Kreuzung. In Amerika haben die auch fast nie diese Links.
Digga, was zum Teufel hat er denn gemacht? Hä? Was war denn das? Was zum Fick? Der Motorradfahrer. Ich hoffe, er filmt nur den Unfall und ist nicht selber damit, also gerät nicht selber in den Unfall. Hoffentlich filmt er ihn nur. Was ein Alter, was ein Vollidiot! Alter, holy shit, aber auch geisteskrank gefilmt, Digga, nochmal. Oh, das war wirklich catched, caught in 4K, sagt man dazu. Der wollte reinziehen, hat dann gemerkt, scheiße, die bremsen. Und Alter, krass, wie der hochbounced, Chat, oder? Kurz X gedrückt. Echt krass, wie der hochbounced. Crazy, Mann. Unfassbar. Catched in 4K. Das sieht nach einer Kreuzung aus, wo man sehr nice driften könnte. Was hat er denn gemacht, Digga? Was war denn seine Mission jetzt, hä? Wow. Digga, war das unnötig. Oh! Der hat den auch voll erwischt, Digga. Boah. Der ist halt einfach voll über Rot gefahren, der von rechts. Wisst ihr, Chat, das ist das Problem. Und da auch kurz Frage, habt ihr Angst vorm Straßenverkehr, Chat, wenn ihr Auto fahrt oder Motorrad fahrt, seid mal ehrlich. Das ist halt das Problem, du kannst noch so gut Auto fahren und noch so voraussichtlich fahren und noch so sicher fahren. Bruder, da muss halt nur mal ein Vollidiot kommen, der das nicht tut. Es geht halt wirklich so schnell. Ah. Nice. Hä? Controller disconnected. Das. Oh, der ist auf ein anderes Auto drauf gefahren. Stellt euch vor, ihr seid gerade beim Einkaufen und kommt raus und da steht ein Auto auf eurem Dach. Alter. Ich weiß gerade nicht, warum ich gelacht habe, aber irgendwie sah das lustig aus. Der zieht rüber, oder? Toter Winkel. Der ist im toten Winkel. Der ist im toten Winkel. Geh aus dem toten Winkel raus, Chat. Ich sag's, ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Und er sieht den immer noch nicht. Alter. Merkt euch, Chat, schreibt auf. Niemals zu lange im toten Winkel fahren, vor allem nicht als Motorradfahrer, Chat, auf der Autobahn. Fahrt nicht im toten Winkel. Sehe ich ganz oft bei Leuten. Sehe ich ganz oft bei Leuten, Digga. Geiles Lied. Oh my goodness. Oh my
It's going down. Ja, out of control. Oh, LKW. FedEx LKW. Okay, safe. Oh, da kommt noch einer. Boah, Glück gehabt, Digga. Mieses Glück gehabt. Und er hat auch ultra gebremst. Boah, das hätte ganz anders ausgehen können. Das hätte ganz anders ausgehen können. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Damn! Damn, Daniel. Ja, okay, Bro, aber das war doch auch dumm vom Fahrer, oder nicht? Also ganz ehrlich, den Unfall hätte man auch vermeiden können, Bruder. Den Unfall hätte man auch vermeiden können, Digga. Also klar, er war auf seiner Spur, aber Bruder, wenn ich schon sehe, dass so ein Typ da reinzieht und irgendwie die Spur nicht hält, dann bremse ich, Bruder. Oder weich aus. Na, den hätte man vermeiden können, Chat. So, hier bremse ich jetzt. Hier bremse ich jetzt ab, weil ich sehe, ey, Bruder, der ist auf meiner Spur. Er fährt halt weiter und hupt. Ja, unnötig, Digga. Das war unnötig, Digga. So, der wird jetzt rüberziehen, Chat. Wisst ihr, was das Krasse ist? Wisst ihr, was das Krasse ist? Je länger du Auto fährst, desto mehr Erfahrung hast du und desto mehr weißt du auch, kannst voraussehen, was passiert, Chat. Wisst ihr, wie ich meine? Desto mehr kannst du voraussehen, in die Zukunft gucken und schauen und quasi, du weißt voll oft, was passieren wird. So oft habe ich Situationen im Straßenverkehr, vor allem auf der Autobahn und so, wo ich weiß, okay, der zieht jetzt rüber. Obwohl er nicht rüberziehen sollte, aber ich weiß es einfach. Und dann passiert es meistens. Der wird jetzt rüberziehen. Warum, Chat? Weil der schnell fährt auf der mittleren Spur. Das heißt, er hat es eilig. Und jetzt geht es hier nicht mehr weiter, jetzt will er auf die linke Spur rüber. Schau, was sage ich? Prophezeit. Das hätte ich jetzt nicht prophezeit. Ja, aber, ja. Einfach mal kurz gerammt. Das ist Deutschland, oder? Uff! Nee, es ist Frankreich. Alter, WTF, Digga. Wie ist der denn jetzt darüber gekommen? Boss-Taxi. Alter, da hat sie den Motor rausgehauen. Hier liegt der Motor, oder? Chat, hier links. Hier. Da liegt einfach der Motor, Digga. Krank. Ah, nee, das war nicht Frankreich. Fucking Idiot, Digga. Fucking Idiot, Digga. Entspannende Musik jetzt. Beruhigt mich. Boah, da lag... Oh, oh mein Gott, das ist einfach. Das ist ein Tisch aus Stahl, Digga. WTF. Den hat doch schon wieder einer von BMG dahingestellt. Der hätte aber auch ausweichen können. Ausweichen, einfach weit nach links bisschen. Hm.
How old are you? 28. That's amazing. Boah, gut gesaved. Gut gesaved. Ja, auch viel zu spät gebremst, Digga. Hätte man auch viel früher bremsen können. Auch safe am Handy oder so. Manche lassen extra crashen für Geld. Ja, okay, kann auch sein, ja. Der hat safe gegafft oder so, ja. Oder so. Geben, Digga. Okay, Video zu Ende. War ein starkes Video, Chat. War auch irgendwie nice, sich mal Car Crashes anzugucken, oder? Hat's euch gefallen, Digga?